Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu diesem kleinen Guide zur ersten Welt, ersten Zone in der Super Adventure Box mit eurem Sputti hier auf gitnews.de. Wir befinden uns in der ersten Welt, die könnt ihr relativ simpel betreten, wenn ihr in Ratasum mit der Super Adventure Box sprecht und dann das erste Haus betretet. Und ich möchte euch in diesem kleinen Walkthrough einmal die erste Welt ein wenig zeigen, euch ein wenig erklären, wo es hier lang geht und euch vielleicht auch den ein oder anderen kleinen Wink schon mal für weitere Erfolge zu verraten. Zuallererst mal, wir sind jetzt hier schon gut gestartet, findet ihr hier links gleich das erste Häuschen. Dort könnt ihr euch Verstärkungen kaufen und hier oben findet ihr eine kleine Schatztruhe, die ihr mit Schlüsseln oder mit einem Schlüssel öffnen könnt. Links hier ist so eine kleine eingestürzte Wand, die könnt ihr wegspringen, also auch da der Tipp. Und hier geht's dann über diesen Save Point weiter durch die Schlucht. Wenn ihr die Schlucht hinter euch gelassen habt, da gibt's übrigens oben links auch einen kleinen versteckten Raum. Da möchte ich noch erstmal nicht näher drauf eingehen. In dem Video, in dem passenden Video dazu findet ihr dann auch die versteckten Räume und natürlich auch alle Sphären. Ebenfalls hier auf dem YouTube-Channel, allerdings noch aus der alten Version hier für Welt 1. Lediglich die Walkthroughs spreche ich noch einmal neu, damit ihr euch hier zurechtfindet. Hier geht's jetzt links auf dem Hauptweg weiter. Rechts gibt's so einen kleinen Zwischenboss. Da müsst ihr durch ein Labyrinth durch und dann könnt ihr den Bienenkönig, die Bienenkönigin, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, besiegen an der Stelle. Ist ein relativ interessanter Kampf, bringt vor allem Bonussphären. Das ist so das einzig Interessante allerdings daran. Dann geht es hier über die nächste Schlucht weiter. Da habt ihr gleich oben zwei Optionen. Auf der einen Seite könnt ihr den gewagten Sprung mit den Bubbles geradeaus oder aber den safen Sprung, den ich hier gemacht habe, rechts herum angehen. Und dann habt ihr es eigentlich auch schon geschafft und seid beim Endboss. Rechts unten gibt es hier nochmal ein kleines Haus. Ja, das wäre jetzt hier rechts rein. Wir wollen allerdings nach oben durch zum Boss und auch dazu kann ich euch ein klein wenig erklären. Der Bossfight hier in Ebene 1 ist relativ simpel. Ihr müsst dort oben lediglich den Käfig zerhauen. Damit ihr dabei keinen Schaden bekommt, könnt ihr euch bewegen. Im Prinzip müsst ihr euch nur dann bewegen, wenn Lord Vanquish, oder ist es nur der Kopf von ihm, ich bin mir da nicht ganz sicher, anfängt so komisch zu lachen und euch dann anzuvisieren. Dann müsstet ihr theoretisch schon zwei Schritte nach rechts gehen und seid raus aus diesem Laser. Ich mache die ganz safe Variante und laufe einfach permanent immer so ein bisschen, sodass er mich überhaupt nicht anvisieren kann und ich da relativ locker durchkomme. Und ihr seht, im Prinzip ist das schon der ganze Bossfight. Ein bisschen im Kreislauf, ein bisschen draufhauen. Jetzt können wir auch mal ein bisschen länger stehen bleiben. Wenn man es eigentlich richtig macht, kann man auch im Laufen permanent den maximalen Schaden rausfahren. Wenn man allerdings zwischendurch versehentlich dodgt, so wie ich das manchmal mache, oder ein bisschen zu schnell oder zu weit weg von diesem Punkt läuft, dann macht man in dem Moment halt keinen Schaden. Ja, hat man den Käfig da down, bekommt man noch ein paar Belohnungen, unter anderem eine Fortsetzungsmünze. Diese Bonustruhe bekommt man nur einmal täglich mit diesen zwei Sphärenblasen und ich vermute auch mit der Fortsetzungsmünze. Und ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht gitnews.de bzw. zurzeit noch gw2.venue.eu. Dort findet ihr dann auch weitere Guides zur Super Adventure Box.